Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren. Ich habe überlegt. Überlegt, ob ich wie gewohnt in diesem Intro das Bildungsniveau etwas anhebe oder ob ich einfach heute ausnahmsweise mal ein bisschen Scheiße erzähle. Aber Freunde, dieses Vorhaben wurde jäh unterbrochen durch das Internet höchstpersönlich. Ich bin nämlich über eine Seite gestolpert, da dachte ich mir, das muss ich einfach irgendwie für euch aufheben. Das muss man uns gemeinsam reinziehen. Und zwar von BuzzFeed so eBay Kleinanzeigen Fails. Ein Fuchs. Ich weiß, das ist total random, aber manchmal klicke ich mich einfach so durch irgendwelche Seiten und feiere das übelst ab und dachte, Alter, wenn ich mir das jetzt mal aufheben würde für irgendein Intro, dann können vielleicht auch Leute mitlachen oder so. Und heute ist endlich der Tag. Ich werde mit meinem Auto in dein Haus hineinfahren und bitte darum, mit dem Schrank verheiratet zu sein. Der Schrank ist wunderschön und ich werde sie verwöhnen werden. Dafür bekommen sie 50 Euro. Bitte geben sie mir Bescheid, ob sie der Vereinigung zustimmen. Ich liebe sie. Grüße. What the fuck? Er wird einfach bloß einen Schrank kaufen und kann aber die Sprache nicht und jetzt ist er hier im Video. Hallo, was ist mit Stuhl? Wie meinst du das? Es wird hier nur ein Tisch verkauft. Hast kein festes Stuhl? Naja, ich hatte letzte Woche ein paar Probleme mit dem Magen. Ich habe jetzt seit einigen Tagen wieder einen festen Stuhl. Danke der Nachfrage. Gut. Hallo, Befehl, dein letzter Preis. Knie nieder und zahle 170 Euro, du Wicht. Ich schwöre, Alter. Ich müsste auch einfach mal so aus Fun Anzeigen stellen und hoffen, dass irgendwer irgendwas Blödsinniges schreibt, um so zu kontern. Ich mache meine eigenen eBay-Kleinanzeigen-Fails. Supreme Hoodie. Oh nein. Yo, Boy, ich habe gerade deinen fancy Supreme Hoodie angeluckt und würde ihn gerne im Train einer Money Transaction erwerben. Leider ist das Money meinem Bank-Account nicht am Overflatten zu. Aber ich hätte den Hoodie trotzdem gern am Stissel. Boy, können wir uns bei 25 mieten? Dafür muss ich echt lange hasseln. Freue mich auf deine Reaction. Sheesh. Props für deine Unquestion. Leider ist mein Bank-Account auch empty as fuck. Und deshalb wird auf dem Tight Price von 35 Euro bestandet. Der Hoodie. One wall free ist, Alter. Einwandfrei, Alter. Hope, du kannst mit dem Price live. Das ist richtig große Klasse. Selbstgemachte iPhone-Hülle. Geil, Alter. Geiles Ding. Ran damit. Wir müssen mal wieder sowas machen. Wir müssen auf so einen Scheiß reagieren. Das bockt einfach wie Sau. Wo ich aber auch zumindest weiß, dass es uns ebenfalls ziemlich bockt, ist dieses Jollibees Phase 2 Game hier, was wir gerade entdeckt haben. Beziehungsweise es ist ja auch noch relativ frisch rausgekommen. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen gefailt. Vielen Dank für die Hinweise in den Kommentaren. Ich habe nämlich gedacht, weil das Menü hier gleich aussieht an der Seite, dass wir hier auch einfach diese Shift starten können, weil es steht ja auch Start Shift, aber das hier sind wohl bloß diese Minigames. Ich dachte einfach, dass wir dieses Box Transportation schon gemacht haben, weil wir ja Boxen quasi transportiert haben. Das ist aber nicht der Fall. Hier kann man sich einfach zwischen den normalen Story-Leveln sozusagen ein bisschen Cash dazu verdienen. Ich meine, wir haben trotzdem nicht unsere Zeit verschwendet, wir haben unsere Kamera aufrüsten können und in dem Warenhaus an sich, was wir in der ersten Nacht hatten, findet tatsächlich dann auch die zweite Nacht statt. So habt ihr mir das zumindest gesagt. Deswegen steht hier auch noch Night Shift 2. Also, wir haben Nacht 2 nicht geschafft. Wir sind noch dabei. Und ja, wir gehen einfach mal mit unserer neuen Ausrüstung hier direkt ans Werk, würde ich sagen. Ich meine, ich hätte das irgendwie mir gewünscht, dass das irgendwie offensichtlicher gemacht werden würde, dass das was anderes ist. Aber gut, egal. Wir haben nicht unsere Zeit verschwendet, wir hatten Fun. Wir können ja mal beim nächsten Mal dann noch die anderen Sachen ausprobieren. Beziehungsweise nachher, je nachdem wie die Folge wird, wie ich hier durchkomme. Aber ich probiere mich erstmal an Nacht 2. Let's go. Ich werde das Gameplay übrigens nicht so bearbeiten, weil, ja, damit das Video noch pünktlich kommt. Dankeschön für eure ganzen Daumen nach oben, Freunde. So, ihr habt mir gezeigt, ihr habt da Bock drauf. Dann gebe ich mir natürlich ein bisschen extra Mühe für euch. So, keine Introduction, ne? Wir kriegen keinen Anruf. Wir dürfen uns hier für uns langweilen. Oh, 75 müssen wir jetzt. Yikes. Oh, der Dude ist schon da. Okay, wir fangen einfach mal an, bevor wir uns hier totquatschen, würde ich sagen. Je schneller, desto besser. 25 mehr, das ist schon eine Ansage tatsächlich.
Oh, ich werde richtig gut im Linien ziehen. Ich ziehe die sexiesten Linien, habe ich gehört. Der Linienzieher vom Dienst, Alter. So, pass auf. Du bleibst da, ne? Haben wir jetzt eigentlich noch andere Animatronics? Wir sollten uns immer mal umschauen. Wir vielleicht nicht allzu risky spielen. Jetzt kriegen wir wieder einen Jumpscare ab. Nicht, dass ihr das nicht sowieso wollt. Okay, Flashlight, die ist auf jeden Fall besser, wenn auch nicht wirklich gut, tatsächlich. Okay, alright. Wenn irgendwas kommt, dann... Warte, der ist weg. Der ist weg. Wir müssen ihn finden. Wo ist er hin? Oh Gott, wo ist er hin? Da muss er sein. Ja, genau. Ich hacke den. Oh, jetzt haben wir hier zwei. Popo und Yum. Ich weiß nicht, wer Yum ist. Verdammt, sehen wir den auf den Cams? Kann ich nicht? Reboot. Verdammt. Das wird ja hier schon intensiv, Alter. Oh. Mein Hacksystem fällt aus. Komm schon. Mach hinne. Der ist hier nicht, ne? Oh, Alter. Okay, gut. Da muss ich ja sagen, bin ich ein bisschen nervös. Komm, du gehst mal dahin. Boah, ich weiß nicht. Soll ich auf den Kameras sein oder Motion Detect? Und Kameras bringen mir nicht wirklich was, wenn, wenn ich sozusagen zwei Inventorings hier am Start habe. Womit zu rechnen war. Okay, ich lasse mal auf Motion Detect. Ich hoffe einfach mal, die werden da... Nein, verdammt! Okay, wenigstens das. Danke sehr. Ihr warnt mich, ne? Ihr schreit, wenn ihr hier irgendwas seht. Bitte ganz laut. Und falls Mutti fragt, nein, ich war's nicht. Ah, ich stifte euch nicht zu Frechlichkeiten an hier. Komm schon. Warte mal, Motion Detect, ich habe was gesehen. Ihr habt nicht geschrien, Leute. Verdammt, den habe ich verkackt. Komm rüber, einen noch hier, einen noch. Komm, rein da. Rein da in die Olga. Dankeschön. Du dahin? Der war da. Das war der andere, hä? Ich kann nicht zwei machen. Das System failt sonst immer. Das habe ich nicht gewusst. Das war also nicht zufällig, sondern das war... Das ist einfach die Mechanik, oder? Wenn ich zwei versuche zu hacken, ich meine, das wäre ja auch ein bisschen OP tatsächlich. Kann ich den anderen Animatronic sehen? Ich weiß nicht, wer es ist. Oder ist er immer in dem Blindspot der Cams? Oh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob beide hier auf dem Motion Detector sind oder bloß einer davon. Ich weiß ja nicht mal, ob Popo da drauf ist. Ich weiß nur, den sehen wir auf den Kameras. Keiner am Start, noch keiner am Start. Können wir vielleicht ein System zurücksetzen? Den Motion Detector, der fällt sonst aus. Den brauchen wir. Komm, mach hin. Wir müssen das Ding unbedingt aufrüsten. Boah, das ist ja echt gerade Multitasking so. Das habe ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt, Mann. Nee, warte mal. Erst den hier. Hier ist schon wieder. Yeah! You kid by Yum. Hold your light on his face to make him go away. Ich habe ihn ja nicht mal gesehen, ey. Ich war vor einer Sekunde in meinem Raum. Ich weiß halt auch gar nicht, wo die ins Zimmer kommen, sozusagen. Okay. Nach zwei und Spaß dabei, würde ich sagen. Let's go. Okay, das wird hier eine intensivere Geschichte, möchte ich meinen. Gut, ich bin mir nicht sicher, wie wir weiter vorangehen. Nein, komm her. Oh, das war knappi. Mist. Diese kleinen Kreise, die sind manchmal viel zu fiddelig hier. Die sind schon da, ha? Es geht sofort los quasi. Ich habe hier irgendwie keine Cooldown-Phase oder sowas in der Art. Okay, ich mache 10. Okay, da kommen sie. Die sind schnell auf den Conveyor Belts. Das hat das also zu bedeuten. Okay, wenn ich ein Audio spiele, welcher von den beiden... Warte mal, geht es hier hoch jetzt? Oder hat das immer ein... So einen gewissen Weg, wo das die Audios spielt und wo die das hinlockt. Das war vielleicht falsch. Vielleicht hätte ich hacken sollen. Bitte nicht umbringen. Bitte nicht töten. Komm, Spiel zu Ende. Ja. Ich schick das Ding hier hoch. Und dann gucke ich mal, wo Popo ist. Es ist jedes Mal so awkward, wenn ich das sage. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Komm schon. Mach hinne, Alter. Das dauert viel zu lange. Na, jetzt kann ich Popo hacken. Das geht! Das geht! Oh, der ist hier unten. Oh, heftig! Der war schon am Start. Okay, können wir weitermachen. Warte. Motion Detect, da oben. Okay, das ist noch weit genug weg, oder? Oh, ich hoffe. Kriege ich auf jeden Fall Bewegung. Die Frage ist, wer ist das?
der sneakt sich immer an. Der ist definitiv nicht auf dem Motion Detector. Okay, jetzt weiß ich's aber. Aber wo ist der dann? Wie lässt er sich sonst weglocken? Heilige Scheiße. Boah, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ich komme da einfach nicht hin. Ich muss wahrscheinlich einfach viel weniger von den Boxen machen. Und ja, was ist hier mein Standard Security Display? Motion Detect oder Kameras dann? Keine Ahnung. Der hat mich jetzt zweimal erwischt, dieser Typ. Aber ich weiß nicht, wie ich den aufhalte. Der scheint sich durch Audio nicht lange abhalten zu lassen. Durch Hacks scheinbar auch nicht. Ich setze den mal hier hin. Popo ist irgendwie ein bisschen chilliger tatsächlich. Na gute Popo, der ist immer chillig. Wenn das hier schneller gehen würde, würde ich das auch feiern. Wobei, nee, nicht schneller. Ist gut. Ach Mist. Es nervt mich, dass ich das eins nach dem anderen hier immer machen muss. 75 ist auch gar nicht so wenig tatsächlich, Mama. Bist du dir sicher, dass du mich mit dieser Aufgabe schon hier betreuen willst? Okay, einer noch. So, aber 10. Hack. Jetzt Popo nach oben. Ich kann hier nicht raus aus dem Bildschirm. Doch, ich kann hier raus. Ich kann hier raus, während das hackt. Tatsache? Okay, scheinbar schon. Gut, haben wir irgendein System, was bei dem Ausfallen ist? Nee, noch nicht. Alles easy, alles easy. Wir haben kein Problem mit dem Hack-Mechanismus. Den schicken wir hier auch mal nach oben. Der ist dort. Der ist dort gewesen. Okay, sind alle beide hier? Jum sehe ich definitiv nicht. Boah, ich weiß nicht, Alter. Ich hab ganz große Probleme dann, hier die Übersicht zu halten. Vor allem, das wird ja pro Nacht dann ein Animatronic mehr, oder? Okay, solange der da ist, alles cool. Wir dürfen einfach immer bloß ein paar machen mit einmal. Und uns dann in unserem Raum umsehen. Komm. So, ich glaube, das reicht. Ist er hier irgendwo? Ich sehe den nicht. Der hat mich zweimal gejumpscared. Eben war ich halt direkt im Raum und habe ihn, glaube ich, nicht gefunden. Aber ich weiß auch nicht, ob ich gründlich genug nachgesehen habe. Okay. Ich hack ihn wieder nach oben. Wen eigentlich? Warte mal, ich muss gucken, wo... Popo ist immer noch da. Das heißt, Jum muss ich hacken. Komm hier hoch. Geht es? Nein, ist ausgefallen. Verdammt. Go, 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 go. Ich muss hinmachen. Der ist unterwegs, Alter. Der hat sich die Nikes umgeschnürt. Die straffen Schenkel. Die wollen mich holen. Komm, hoch da mit dir. Geht es nicht? Es geht nicht. Das fällt immer aus. Der ist immun, Alter. Der hackt mich. Der hackt einfach zurück, der Frechdachs. Okay, wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist er schon hier? Ich kann mich ja schon unter dem Tisch verstecken. Ey, vielleicht soll ich das machen. Bis sie hier weg sind, hat der Typ am Telefon gesagt. Woher ich das auch immer wissen soll. Nicht da, ha? Ah! Light in his face. Das bringt nichts! Oder war das der Sound? Komm. Okay, ich verstecke mich, bis die Lampe aufgeladen ist. Wenn die hier auflädt. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch den Sound. Ist weg, ne? Oh Gott, war das creepy. Okay, Systeme, wie sieht's aus? Sieht ganz okay aus, muss ich sagen. Ich glaube, der ist erstmal weg. So, wo ist Popo? Der ist unterwegs. Ich muss ihn hacken. Ich hab keine Zeit, den zu suchen. Der ist nämlich da schon. Okay, alles klar. Conveyor Belts, los. Was war das gerade? Ich hab gerade was gesehen, sorry. Kann ich alles auf einmal machen. Komm schon. Bei 20. Das haben wir zumindest besser gehandelt. Wir machen leichte Fortschritte, wenn auch bloß leichte. Können wir jetzt Popo... Nee, den anderen hier. Jetzt können wir ihn wieder hacken. Okay, der war hier oben. Oh, gut. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal ganz kurz Ruhe hier. Eine ganz kurze Downphase. Die brauchen ja immer eine Weile, bis sie wieder herkommen. Hoffe ich. Komm, runter. Sehr gut, 2. Ist immer super, wenn das passiert. Und noch ein E, da weiß ich auf jeden Fall auch gleich, wo das ist. Popo ist da. Wo der andere ist, keine Ahnung. Ich halte ihn einfach mal da. Der ist da. Der ist noch da. Okay, cool. Ich hoffe, das stimmt auch so. Die bambuseln mich hier nicht.
Alter. Ja, ich bin auf jeden Fall dann nicht der, der zuletzt lacht. Definitiv. Die sehen gleich aus. Warte. Das sind die... Die sehen fast gleich aus. Das war nicht Popo, der oben ist. Das war der andere. Ich dachte, diesen Jungen, den sehe ich nicht. Aber den sehe ich auch in den Cams. Zumindest manchmal. Jetzt check ich das erst. Oh Gott, das macht's aber nicht gerade einfacher. Verdammt nochmal! Okay, wir probieren's nochmal. Wir probieren's. So, das ist die Yum. Und Popo ist der männliche von beiden. Der ist vor allem da! Könnten wir das nicht machen? Könnten wir. Wait. Der ist ganz in der Nähe. Der ist ganz in der Nähe. Da weiß ich halt immer nicht. Meine Lampe ist zu unzuverlässig. Wenn ich jetzt das Sound höre. Dann ist er vielleicht weg. Hoffe ich. Oh, keine Ahnung. Der ist weg, der ist weg. Okay, alles klar. Ich muss nur ein bisschen hier warten. Gut. Okay, das war richtig, das war haarscharf. Ich habe aber keine Ahnung, wo der dann hingeht, sozusagen. Ich würde gerne mal wissen, wo die beiden sind. Die sind beide auf den Okay, ich weiß nicht, das ist Yum, glaube ich. Und Popo? Wo ist der hin? Der ist da oben. Okay. Ich komme hier überhaupt nicht voran, Mann, mit diesen Conveyor Belts. Habe ich eigentlich irgendwie ein Zeitlimit oder so? Das wäre richtig asozial. Ich glaube, ich kann das so lange machen, wie ich halt brauche, ne? Aber ich meine, die Chancen, dass ich sterbe, die vermindern sich halt nicht. Komm ab. War das der Sound, dieses... Dass er weg ist? Oder sie? Beziehungsweise? Ich habe das immer noch nicht ganz gecheckt. Weil meine Taschenlampe ist immer genau dann alle, wenn ich die sehe. Okay, sie ist weg. Also unter Tisch verstecken reicht halt, ne? Das war aber definitiv Yum. Hoffe ich. Schätze ich. Oder? Ich weiß nicht, ich sag immer auf jeden Fall und so. Aber ich habe echt keine Ahnung, Mann. Warte, wenn ich jetzt Popo vergeblich hacke. Der ist da. Ich weiß nicht, das. Moment. Kein Signal. Die blocken die Cams. Das ist, wer auch immer. Okay, zumindest weiß ich jetzt, dass die beide da oben sind. Es kann gerade gar nicht anders sein, weil den einen habe ich da hochgehackt. Alright. Dann warte ich jetzt, bis es hier flackert. Ach Mann. Ich komm nicht voran, Chat. Oder Kommentarbereich. Ihr wisst schon. Nein. Oh, das war aber knapp. Okay, aus. Ich muss wieder hacken. Okay, Popo ist da gewesen. Los. Geh dahin. So, wenn ich jetzt Yum hacke, dann kriege ich einen Error. So war das immer. Ich muss unbedingt meine Cams rebooten. Ich sehe einen Dreck. Es kann sein, dass sie da ist. Es kann auch sein, dass sie hier ist. Auf die ist echt nicht Verlass. Okay, ich mach das mal schnell. Ja, ich weiß. Sieht richtig, nicht wirklich rosig aus, muss ich sagen. Ich habe zumindest schon mal ihn ein kleines Weilchen durchgehalten. Meine Taschenlampe ist am Arsch. Komm. Sehr gut. Okay, auf jeden Fall ist keiner hier. So, sie ist da oben und er müsste da in der Ecke. Ist nicht in der Ecke. Der ist gerade weg, oder? Okay, Moment. Popo? Geh mal dahin. Wo bist du? Das war genau der falsche Animatronic. Alter, das ist krass. Das ist ja super krank, Mann. Okay, Leute. Letzter Versuch. Ich bin jetzt hier offscreen noch irgendwie 3-4 Mal gestorben. Ich erkenne irgendwie nicht, wie ich da strategisch am besten vorgehen kann. Wir machen das prinzipiell richtig, aber ich bin einfach irgendwie, damit dass das zwei sind, überfordert, weil ich immer die auf den Cams nicht erkenne. Ich weiß nicht, wer ist. Ich habe gar keinen Plan, wie ich das unterscheiden soll. Also wenn die vor mir stehen, yo. Aber so ist es irgendwie schwierig. So, der ist hier ganz in der Nähe. So, jetzt ist halt die Frage. Wer ist das? Wen soll ich zurückschicken? Das ist Yum, oder? Moment, ist das Yum?
Ja, das war er. Das war er. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob Popo hier in der Nähe ist. Der hat nämlich so einen Hut auf und so eine komische Sonnenbrille oder was auch immer. Das geht so langsam. Es dauert immer, bis sie da hinten sind. So, okay, Popo ist hier. Wenn der jetzt wegblitzt, dann muss ich sofort in meinen, also sofort den Screen hier runter machen, weil dann ist er nämlich da. Wartet, passt auf. Noch nicht? Was? Oh, das war ja ein richtig geiler Vorführeffekt, Alter. Verdammt. Kann ich den nochmal weghacken hier? Wo ist er? Hier, okay, okay, der war noch nicht ganz da. Bestünde noch eine Chance, dass er halt hier rumgeht und nicht direkt zu mir. Ist halt die Frage, wie nah der dann tatsächlich wirklich ist. Ich schalte mal auf Motion Detect. Wir haben sie jetzt erstmal beide von uns ferngehalten, so. Aber das hält auf jeden Fall nicht lange aus. Ich bin jetzt hier erst bei 10, ey. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich komme hier überhaupt nicht voran. Man will hier halt auch nicht immer bloß... zu nah ran. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es sehen soll. Ich weiß nicht. Also, das ist so... Die Systeme sind auch so, keine Ahnung, halt so. Entweder die Kameras, da siehst du, wer unterwegs ist. Du siehst sie aber nicht überall. Motion Detection siehst du nicht, wer unterwegs ist. Das nützt dir gar nicht so viel. Es sei denn, du hast gerade jemanden weggeschickt mit dem Hack. So, dann weißt du natürlich, wenn es sich um dich drumherum irgendwie bewegt, dann ist es der jeweils andere, so. Aber halt irgendwie, ich krieg das Mikromanagement nicht wirklich hin. Damit wir hier nicht ganz leer ausgehen, mache ich vielleicht doch mal dieses, this here Box-Checking. Oder Transportation. Das haben wir ja nicht gemacht, entgegen meiner Vermutung. Hol mir ein bisschen Geld und upgrade dann vielleicht noch eins von diesen Systemen, damit wir halt irgendwie beim nächsten Mal da ein bisschen besser vorankommen oder so. Ich weiß nicht, listen closely. If you're breathing, hold your breath and don't flash your light. Okay, ist prinzipiell das Gleiche. Und ansonsten? Put the boxes to the corresponding places above by looking at their label numbers. Alright. Warte, wie jetzt? Warte. Also das ist 8. Ach so. Ah, okay, verstehe. Oh, warte. Hier ist niemand, ne? Alles easy. Alles cool. Oh Gott, ist das creepy. Wie krank ist das? So, wir sind hier bei 11, ha? Können wir da... Moment. Können wir die nehmen? So, wir haben jetzt 11 genommen. Und die müssen wir da hochfahren, ha? Alter. Oh, ich traue mich nicht. Ist hier irgendwer? Ist das cool. Ich liebe diese Minigames. Ich glaube, ich liebe einfach generell Minigames. Weiß auch nicht. Ich fahre das hier schon mal hoch. Oh, da ist gleich 12. Den können wir nehmen und mit 1 können wir gleich wieder vorfahren. So. Ah! Sehr gut. Wunderbar. Keine Ahnung, wo das Vieh herkam. Komm, hau ab. Okay, danke. Du hast mich gejumpscared. Der ist richtig auch schnell unterwegs hier, das Ding. Oder sie, besser gesagt. Oh, komm ran. Also wenn die jetzt die ganze Zeit in der Nähe sind, dann easy, oder? Ich habe jetzt aus Reflex meine Taschenlampe angemacht. Das war richtig, richtig dumm. Komm, RNG ist hier auf meiner Seite, zumindest bei den ersten paar. Da rein? Ich weiß immer nicht die Lücken. Kein Atmen. Oh, Taschenlampe ist aber vonnöten. Okay, gut. Das ist nicht so schwer. Ich darf mir nur nicht allzu viel Zeit lassen mit den Boxen. Ich darf hier nicht eine komplett von A nach B hieven. Das dauert zu lange. Es sei denn, die sind halt hier wirklich krass in der Nähe. Warte mal, das ziehe ich jetzt durch. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu risky. Nee, gar nichts. Oh, da! Okay, das habe ich nicht gewusst. Gut, zum Glück geht mir die Taschenlampe nicht aus. Okay, sehr, sehr gut. Da können wir gleich die hier in der Nähe nehmen, die 7. Komm her. Kein Atmen. Man hört aber gar kein Atmen dann mehr, wenn man das ein-, zweimal irgendwie geschafft hat. Komm schon. Komm drauf. Too tight, Alter. Oh, da ist sie. Zum ersten mehr. Komm, ja. Warum geht das jetzt? Ich war auf der exakt gleichen Position. Ist das manchmal irgendwie einfach ein bisschen buggy oder so?
Oder muss ich ganz stehen? Ich muss wahrscheinlich ganz stehen bleiben, oder? Ja, ich glaube, das ist es. Ich bewege mich halt immer. Ich glaube, das ist mein Problem. Okay, wenn jetzt nichts mehr atmet, dann ist das easy. Ich sollte nicht risky jetzt spielen. Na? Ne? Ich glaub dir kein Wort. Komm, zwei Boxen weiter und du stehst da. Wetten? Wieder atmen. Sie hat ihren Raucherbruder vorgeschickt, Alter. Okay, das war's. Gar nicht so schwer. Ich habe mich einfach bloß blöde angestellt. Die Nacht 2 ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn dann erstmal 3 oder noch mehr Animatronics sind. Ich meine nicht, dass ich immer sehr, sehr gut bin in solchen Spielen, ne? Davon mal abgesehen. Aber ey, Sister Location habe ich komplett durchgespielt. Just saying. Ja, die kommen immer in Intervallen, Alter. Schichtwechsel war da. Das ist es. Das ist, glaube ich, die Idee, oder? Ich weiß nicht. So, war das jetzt hier die letzte? Ich ziehe das jetzt durch. Komm, ja, war's. Wie viel verdienen wir daran? Wieder 1000? Ist es immer das Gleiche? Sieht so aus. Oh, sogar mehr. 1000 ist nicht... Okay, das kommt wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auf die Zeit an. Jetzt können wir 3 Systeme upgraden. Ich glaube, wir brauchen Hack. Ich glaube, wir brauchen... Motion Detector decreases Motion Detecting System Instability. Ja, das bricht halt nie zusammen. Weißt du wie? Reboot. Reboot können wir noch einmal machen. Und die Taschenlampe nochmal vielleicht. Oder die Kameras. Oder doch Hack. I don't know. Vielleicht nochmal Hack. Komm, nochmal Hack. Alles klar, liebe Leute. Das war's für meinen Versuch. Wir haben immerhin ein Minispiel erfolgreich, ja, durchgespielt. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben ein paar Systeme geupgradet. Und wir sind bereit beim nächsten Mal für die zweite Schicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut.